Was bringen die Haut eines Haifischs, diese Folie und ein Frachtflugzeug der Lufthansa Cargo zusammen? Lufthansa Technik und BASF haben in einem Projekt diese Sharkskin-Folie entwickelt, die die Haut eines Haifischs nachahmt, um damit die Aerodynamik des Flugzeugs zu verbessern und somit natürlich auch den Kraftstoffverbrauch zu verringern. Die Anforderungen an diese Folie sind dabei sehr hoch. Sie muss den Luftwiderstand natürlich standhalten, sie muss die Eisenfluid standhalten. Sie muss den Temperaturdifferenzen standhalten, von plus 50 Grad am Boden bis zu minus 60 Grad in der Luft. Das Ganze in einer halben Stunde. Das heißt, sie muss sich da sehr schnell anpassen können. In Summe werden wir auf dieses Flugzeug rund 800 Quadratmeter Ripplet-Folie aufkleben. Das sind in Summe rund 2000 Puzzleteile, die wir hier aufkleben. Die Puzzleteile werden von den Kollegen von Hand aufgeklebt. Dafür müssen sie vorher die Richtungen der Folien am Flugzeug ermitteln und dann entsprechend diesen Richtungen das Ganze anbringen. Wir sparen mit der Folie ungefähr 1% Kerosin und CO2. Das sind ungefähr 300 Tonnen Kerosin und ungefähr 1000 Tonnen CO2 pro Flugzeug pro Jahr. 300 Tonnen entsprechen 5 Flügen von Frankfurt nach New York mit dem Frachter. Dieses Projekt ist ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit der Lufthansa Cargo.